Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum vierten Teil unserer PMDG-Reihe zu 737 im Microsoft Flight Simulator. Und wir sind mittlerweile auf Reiseflughöhe angekommen, auf dem Weg nach Hamburg. Und wir genießen gerade die wunderschöne Aussicht über Deutschland. Wir sind gerade an Frankfurt vorbeigeflogen und haben noch gut eine halbe Stunde bis nach Hamburg. Das ist immer so eine gute Zeit, um sich schon mal Gedanken darüber zu machen, was man denn da später fliegen möchte. Und dafür gucken wir jetzt einmal in unsere Anflugkarten. In unserem Fall wollen wir später in Hamburg über die Nolgo One Papa Arrival anfliegen. Da sehen wir haben ein Clearance Limit bei Nolgo, wir sollen dort below Flight Level 110 und above 4000 Feet sein. Dann geht es rauf auf die Arrival bzw. auf die Transition. Ab Delta Hotel 609er sollen wir mit maximal 220 Knoten fliegen und dann geht es hier in den Downwind. Eventuell dürfen wir schon früher eindrehen und im Zweifelsfall dann hier hinten über Delta Hotel 657 über 4000 Fuß unser Initial Approach Fix auf das ILS 23 in Hamburg. Das geht dann los aus 3000 Fuß bei Pisas, 9,3 Meilen von Alpha Lima Foxtrot, 228 unser Inbound Course und dann geht es mit einem 3 Grad Anflugprofil runter auf die Bahn. 1340 bei 4 Meilen ist unsere Final Altitude und unser Cut 1 Minimum liegt bei 260 Fuß. Sollten wir einen Mist Approach fliegen, dann haben wir den so in unserem Flugzeug hinterlegt. Das ist sehr gut bei der PMDG, das kann der Fly-by-Wire aktuell noch nicht, wird er aber in Zukunft auch irgendwann können. In unserem Fall würde der Mist Approach erstmal geradeaus gehen, Track 228 bis 5,5 Meilen Alpha Lima Foxtrot und dann in eine Linkskurve zum Hamburg VOR und wir würden auf 4000 Fuß steigen. Die Landebahn in Hamburg ist 3094 Meter lang, 46 Meter breit und 3 Grad Papis stehen links von der Bahn und vor dem Bereich, wo wir landen dürfen, ist noch eine versetzte Schwelle von 156 Meter. Der Flughafen selbst liegt auf ungefähr 50 Fuß, das müssen wir uns merken, weil wir später ja unsere Landing Elevation eindrehen müssen. Der Airbus hat das schöne Feature, dass wir einfach Alpha Lima Foxtrot und Hotel Alpha Mike auf die RATNAV-Page eingeben können. Das geht in der Boeing leider nicht so leicht. Das heißt, wir müssen uns einmal die Frequenz davon merken. Zum einen das Alster DMI hat die Frequenz 115,8 und das Hamburg VOR hat die Frequenz 113,1. Nicht nur die müssen wir uns merken, sondern wir müssen uns auch unseren Inbound Course 228 merken und unsere ILS-Frequenz 111,5. Denn all das müssen wir jetzt gleich noch in unser Flugzeug eindrehen. Ansonsten macht es auch jetzt schon mal Sinn, sich zu überlegen, wo man später die Bahn verlassen möchte. In Hamburg ist es so, wenn man auf der 23 landet, möchte man die möglichst früh verlassen, weil alles, was man hier nach hinten noch ausrollt, muss man später wieder zurücktäckseln. Wir wollen also jetzt heute mal Autobreak 3 nehmen und damit versuchen, hier über Delta 7 oder Delta 6 dann schon die Bahn zu verlassen. Die Gegend rund um Hamburg ist relativ flach, 2100 Fuß die MSA, wir sind also auf 3000 Fuß immer sicher unterwegs und sind also jetzt mit unseren Karten wunderbar vorbereitet für den Anflug in Hamburg. Zurück im Cockpit können wir diese Daten nun also in unser Flugzeug eingeben. Fangen wir hier oben an, wir können hier unser Minimum eindrehen. Wir haben gesagt, in Hamburg unser Minimum 260 Fuß und wenn ihr jetzt darauf achtet, könnt ihr hier unten den Wert sehen, der aktuell eingestellt ist. Wir drehen jetzt also so lange an diesem Knöpfchen, bis dort unser Minimum steht, was wir haben wollen. Wenn euch das Scroll nicht schnell genug geht, könnt ihr gerne auch die Shift-Taste dazu benutzen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Hier in unserem MCP-Panel müssen wir sowohl auf der Kapitänseite als auch auf der FO-Seite unseren Inbound-Course eingeben. Wir haben ja vorhin gesagt, 228 Grad, auf diesem Kurs wollen wir dann später in Hamburg aufs ILS drauffliegen. Das ist wichtig, dass ihr das auf beiden Seiten einstellt, ansonsten kann es sein, dass der Flieger das ILS nicht richtig findet. Zusätzlich zu unserem Kurs müssen wir jetzt hier unten auch noch unsere ILS-Frequenz eingeben. Haben wir gesagt, das ist 111,5. Schalten wir dann hier einmal auf aktiv und hier drüben können wir zum anderen noch unser Alster DMI eingeben auf 115,8. Damit haben wir jetzt unsere Gerätschaften hier auf den Anflug vorbereitet. Was wir jetzt noch vorbereiten müssen, ist unser FMC, also unser Flight Management Computer. Dafür gehen wir jetzt einmal hier auf die InitRef-Seite und dort können wir jetzt auswählen, mit welchen Klappen wir landen wollen. Je höher das Klappensetting, desto niedriger logischerweise die Anfluggeschwindigkeit. In der Regel macht man immer so eine Klappen 30 Landung, wenn die Bahn sehr kurz ist und man schnell irgendwie die Bahn verlassen möchte, kann man durchaus auch über Flaps 40 nachdenken. Das Problem ist immer, je mehr Klappen man hat, desto mehr Widerstand hat man halt auch und desto mehr Sprit verbraucht man letztendlich im Anflug. Deswegen nehmen wir heute den guten Mittelweg und wollen mit Klappen 30 landen, haben also eine VREF von 132 Knoten. Unsere ILS-Frequenz steht auch hier nochmal drin, 111,5 Inbound Course 228 und der Flieger weiß auch, wie lang die Bahn in Hamburg ist, nämlich 3250 Meter.
Ansonsten könnten wir jetzt, wenn wir wollten, auf unserer Descent-Page noch eingeben, mit welcher Geschwindigkeit wir sinken möchten, welche Restrictions wir haben wollen, zum Beispiel Speed 250 below Flight Level 200, könnten wir hier eingeben, dann drücken wir auf Execute und der Flieger rechnet ja auch automatisch unseren Top of Descent aus. Und wir sehen, davon sind wir aktuell noch 20 Meilen entfernt, das heißt, es geht gleich auch schon wieder in den Anflug. Das Schöne an der Boeing ist, wenn wir faul sein wollen, dann können wir richtig schön faul sein. Wir können nämlich einfach sagen, Flieger, fang dann an zu sinken, wenn es dir gerade passt. Wir müssen einfach nur hier eine Höhe eindrehen, auf die wir später sinken wollen. Und dann kümmert sich der Flieger automatisch darum, später dann, sobald es eben nötig ist, die Reiseflughöhe zu verlassen. Unser Anflug später in Hamburg geht auf 3000 Fuß los. Wir könnten also jetzt schon theoretisch unsere 3000 Fuß eindrehen. Wenn ihr auf Watzim oder so unterwegs seid, kriegt ihr vom Lotsen wahrscheinlich nicht direkt die Clearance auf 3000 Fuß, sondern auf irgendeine Zwischenhöhe und könnt dann entsprechend also diese Höhe eindrehen. Wenn ihr jetzt nicht eurem Wiener Pfad folgen wollt, sondern sagen wollt, ich will schon früher in den Descent oder der Lotse weist uns an, jetzt schon in den Descent zu gehen, dann könnt ihr zum Beispiel auch diesen Level Change Knopf hier benutzen. Das können wir einfach mal machen. Dann können wir hier sagen, okay, wir wollen mit der Indicated Airspeed oder in dem Fall der Machtzahl 0.76 jetzt gerne in den Descent gehen. Und das könnt ihr so ein bisschen vergleichen wie mit dem Open Descent im Airbus. Der Flieger geht jetzt also selbstständig mit Idle Thrust und unserer aktuellen Geschwindigkeit herunter. Und wir können anhand dieses grünen Halbkreises hier sehen, wo wir dann ungefähr bei der aktuellen Sinkrate auf unserer Höhe ankommen würden. Gerade wenn man auf Hamburg oder so Flughäfen anfliegt, die eine sehr lange Transition haben, macht es durchaus schon Sinn, ein bisschen früher in den Descent zu gehen, weil man ja meistens nicht die ganze Transition abfliegt. Wenn wir nun also im Descent sind, schalten wir auch unsere Seatbelts wieder ein. Und dann sind wir jetzt, wo wir unsere Reiseflughöhe verlassen, nämlich schon bestens vorbereitet für den Anflug. Und jetzt kann es ruhig auf dem Funk bei Watzim zum Beispiel wieder ein bisschen stressiger werden, weil wir jetzt ja schon letztendlich alles vorbereitet haben. Wir wählen hier noch unsere vorhin besprochene Autobrake-Tri-Stufe. Und ansonsten sollte der Flieger jetzt alle wichtigen Informationen haben, um dann später landen zu können. Was übrigens auch ein sehr cooles Feature bei der Boeing ist, ist, dass wir schon bevor wir überhaupt unseren Altimeter auf den Lokalluftdruck umstellen, schon vorher das QNH-Setting auswählen können. Und zwar, wenn wir hier an diesem Hebel einmal drehen, dann seht ihr hier unten in weiß eine Hektopascal-Anzeige auftauchen. Und dort wollen wir jetzt 1007, das aktuelle QNH von Hamburg, einstellen. Und jetzt ist es einfach so, der Flieger merkt sich, okay, 1007 ist vorgewählt und wenn wir dann später hier einmal auf den Standardknopf drücken, um also wieder auf den lokalen Luftdruck zu wechseln, wählt er automatisch dieses QNH-Setting, das wir ihm vorher gesagt haben. Im Overhead-Panel müssen wir jetzt einmal noch unsere Landing-Altitude eingeben, in dem Fall 50 Fuß. Und ansonsten schaut hier oben auch alles okay aus. NTIs würden wir im Descent natürlich wieder benutzen, sofern wir Visible Moisture haben und eine True Air Temperature von 10 Grad oder kälter. Wir können ja mal gucken, aktuell haben wir minus 14 Grad. Wären wir jetzt also zum Beispiel gerade in Wolken unterwegs, müssen wir es auf jeden Fall einschalten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch zweimal hier auf diesen Center-Knopf drücken. Dann bekommt ihr nämlich ein schönes Querprofil hier unten vor eurem Anflug angezeigt. Und das kann euch nochmal helfen, den Descent ein bisschen schöner zu planen. In unserem Fall sehen wir, okay, wir sind jetzt wirklich schon 6000 Fuß unter unserem Pfad. Wir können also gerne ein bisschen entspannter das Sinken weitermachen. Und dann wechseln wir einfach dafür hier auf Vertical Speed. Wir können sagen, okay, wir wollen jetzt nur noch mit 2000 Fuß pro Minute gerne sinken. Und das wäre dann quasi wieder das Äquivalent, wie wir es schon aus dem Airbus kennen, dass wir uns quasi die Vertical Speed selber aussuchen und gleichzeitig auch hier dann einstellen können, mit welcher Geschwindigkeit wir das Ganze fliegen wollen. Auf der Höhe macht es durchaus jetzt schon Sinn, nicht mehr nach Mach zu fliegen, sondern schon nach Indicated Airspeed. Und jetzt wählen wir mal 310 Knoten und begeben uns damit auf den Anflug Richtung Hamburg. Wenn wir nun unseren Anflug soweit vorbereitet haben, können wir noch unsere Descent Checklist lesen. Descent, Pressurization, Landing Altitude. Haben wir ja hier oben eingestellt. Landing Altitude is set 50 feet. Recall. Gucken wir einmal. Ist gecheckt. Autobrake haben wir gesagt, ist auf 3 gesetzt. Landing Data. Da müssen wir jetzt noch einmal confirmen, dass wir hier das entsprechend ausgewählt haben. VREF 132 und Baro Minimum 260 feet. Und Approach Briefing is completed. Damit ist die Descent Checklist completed. Das soll es für den vierten Teil dieser Videoserie gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet wie immer ein bisschen was mitnehmen.
Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, wie man so den Anflug in der Boeing 737 vorbereitet. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder, wenn wir uns dann den Anflug und die Landung angucken. Und wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Über eine positive Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann sehen wir uns entweder im nächsten Video oder in einem meiner Twitch-Livestreams gerne wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Nachfliegen und always happy landings.